Die Erleuchtung. Immer noch. Wenn wir noch vier Maps. Die Erleuchtung. Olga hat immer noch nichts für den Nachbarn über. Und auch Muttis Liebe drückt schon ein wenig. Da muss der arme Elefant dran glauben. Und denn in den Missmut des Nachbars ertragen. Doch auch Tiere haben Rechte und so plant Woody schon die Rache. Ja. War das hier einfach oder schwer? Wie gesagt, ich habe damals als Kind gespielt, aber hier. Ich bin Bede. Wo pennen die? Ach, da pennt die. Den Hund, das ist so. Was ist los? Wo die Krosse flogen hier? Penner weiter, Oma! Ja, jetzt pennt die, wa? Knochen, Kescher, Sonnenöl, Querschläger, Cricketschläger. Okay, hier können wir stecken. Hä? Der Hund. Fangen. So, was kann ich jetzt hier machen? Die ist schon wach wieder, ey. Das geht mir so auf den Sack. Das nimmt uns Zeit.
Die Mutti ist die nervigste Charakter von hier. Jetzt wartet der, bis die Mutti ausgepennt hat und dann ruft sie den Sohnemann. Jetzt gib mir das. Ich hoffe, jetzt penn einfach. Ja, ja, ich kenne das schon. Kurz pennen. Alter, die Mutti ist manchmal. Jetzt pennst du, ja. Komm mal her, Honey. Können wir Sonnenöl machen? Ah. Danke für die Information, lieber Hundi. Ah, Scheibenkleister. Genau, dazwischen packen wir jetzt wieder hin, ja? Wo ich safe hier Prügel bekomme, cool. Aber das ist das für eine Aktion? Das ist Moody Heavy. Was kann man mit dem Oktopus machen? In den Hut verstecken? Ja. So. Der Oktopus ist ein Hut. Der Hund rutscht das ausrutschen. Noch irgendwas? Hm? Irgendwas vergessen. Hm? Aber direkt vergessen. Oh, zählt das als Doppelkombo. Hm. Waiting. Mal sehen, was passiert. Ja, sie 2. Okay, bei Combo sie 2.
Wo war der jetzt? Hä? Die Kamera? So. Der Kameramann hat ein bisschen schlafen. Na, ja, kurz gesagt, Ziegel Feuer macht, sonst wäre es unmöglich werden hier. So, Nachbar über Bord und Action. Fressen und oder gefressen werden. Na, dann müssen wir Nachbar über Bord. Nachbar über Bord. Auf der Fahrt zum dritten Reiseziel ist was los. Mutti wird immer wieder durch Lärm belästigt. Derweil inspiziert der Nachbar die Sicherheitseinrichtungen auf dem Schiff. Doch Woody wird schon dafür sorgen, dass der Nachbar nicht allzu sicher fühlen kann. The neighbor's back from the hell in Nachbar über Bord. So, da bin ich immer sicher. Ja, wollte schon sagen, was ist für einen coolen Wind? Ah. Da gibt's nichts mehr zu tun. Ach, Susi ist auch da. Eine Münze? Nee, das hier hoch. Und ich kann hier gut rennen. Wir kontrollieren es mal nach. Wo die Mutti hin? Ah, die bist du auch cool. Die wurde wacht echt. Die wird zum Jungen gehen. Dann gehen wir kurz nach oben. Okay, der Hund lässt mich nicht daran hin. Ich denke mal, die Leberwurst. Okay, die Salami-Wurst soll ihn dort beruhigen. Die Zange war? Nee, auch nicht. Die Pfeile. Run, boy, run! Die Mutti, ey, die ist. So eine Combo, ey, wird mir auf den Keks hit. So, die ist auf Klo jetzt. Wir verstecken uns jetzt mal hier. Sehen wir gerade, was hier ein Kind wieder an, weil es laut ist. Und der geht jetzt mal zum Schiff. Wo die für Hände dort. Der hat nur zwei, also einen Finger und einen dicken Klumpenfinger. Wenn ihr erwacht, ist es immer so, dass der Chess Kindermeckert wird. Jupp. Bescheuert.
Der Timing ist immer so blöde immer dafür. Stimmt. Wo kann ich anrufen? Ach, da unten kann ich anrufen. Wo nehmen wir gerade das Kind an? Der Lappen war. So, die Mutter geht jetzt pennen wieder eine Runde. Und wir ändern, wir changen die Kugeln. Also der Kind hat eine Tröte, deswegen. Okay. Ich will gerade nicht hinsehen, tut mir leid. Wenn er sie nicht zeigt. Guter Wort. Gut. Immer die Pisskugeln. Wird er hier ruf. Was könnt ihr noch machen? Nur mit dem Kind könnte ich mal machen. Na, daneben kurz kommen wir noch. Also gehen könnte ich jetzt wieder. Hier könnte ich nichts machen. Die Mutter wird wieder wach. Jetzt hört er runter. Jump. Ich muss hier runter. Ah, wir haben Münzen, das kann man wieder sammeln. Na gut. Okay, was können wir noch machen? Ich werde so viel mit dem Kind gerade machen. Pisskugeln, Hornraspeln. Irgendwo eine Kombo mit den ganzen Geschichte. Jetzt muss er mal seine Süßigkeiten auf. Ah, der WC könnte ich ändern. Und da gibt es ändern. Sollte ich das davor ändern oder nach? Der Gott hier neben jetzt.
Nee, die geht zum Männer-WC. So, mal bestecken und dann gucken wir das an. Alter, jeder normale Hund würde schon längst Butter erschlungen haben. War zumindest damals von meinen Eltern die Hunde. Also der Familienhund damals. Genau, klopp ihn. Und beiß ihr Schuh weg. Gibt nur eine Sache, die ich machen können? Aber was? Na, wo den Kirnwisig? Was kann man mit dem Kind noch was machen? Ich hätte eine Idee. Eine Münze einzuwerfen, ihm eine Druckflasche darin zu pusten lassen. Das ist ja auch. Ja, können wir mal so machen. Probieren wir aus. Probieren wir mal so aus. Ah, ich weiß nicht, ob ich schneller gewesen wäre. Mal sehen. Die Mutti steht ja eh gleich auf. Und meckert der Junge voll. Also die Mutti ist wirklich der Faktor, was mir übelst auf den Keks geht. Genau deswegen. Hmm.